Wunderschönen guten Tag zusammen, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Profi. Chris ist back. Mit allen von Team Pete's Meet. Ne, Moment, die dabei sind. Nämlich Peter, Mechanic ist Bram. Servus. Und mir. Und jetzt ist Jay im Urlaub. Genau, jetzt ist Jay im Urlaub. Deswegen haben wir. Dann haben wir alle Urlaube durch, endlich. Ja, Jay ist im Urlaub, ist wie für uns Urlaub. Ja. Ich hab's verstanden, Peter. Wir werden uns heute von Reifen verabschieden. Ich habe dieses Fahrzeug mal als Beispiel genommen. Das ist sozusagen heute verboten, weil das ist reifenähnlich. Und dann habe ich noch eine quasi Musterlösung hingestellt. Das ist das, was wir heute erreichen wollen. Und so ein bisschen auf Stelzen, oder die anderen sich zumindest auf Stelzen zu bewegen. Die Knöpfe sind zwar alle nicht angeschlossen, aber trotzdem funktioniert es irgendwie. Ja. Ich weiß nicht, ob das bei denen auch so funktionieren wird, aber heute verzichten wir auf Reifen, Fliegen und reifenähnliche Dinge. Heißt, Schubdüsen nicht, wobei, darf man Schubdüsen eigentlich benutzen? Eine haben wir jetzt gesagt, ja. Ja, um zu halten. Aber es soll halt kein Flugzeug werden. Genau, also genau. Und auch nicht schweben, ne? Also einfach über den Boden schröddern. Ja. Genau. Soll man halt auch nicht. Reifenähnliche Sachen sind verboten, so Fässer und all so ein Quatsch. Ja. Soll halt irgendwie laufen. Wir dürfen für die Lenkung dürfen wir eine Dingens bauen. Scheiße! Genau. Feder. Stoßdämpfer. Ein Stoßdämpfer, genau. Mein Gott, ey. Da habt ihr irgendwie so ein, genau, da hattet ihr jetzt für die Lenkung habt ihr hier so ein Teil gemacht. Ja, weil wir glauben halt, dass noch Drehen dabei zu krass wird. Ja. Na, ja, nice. Dann. Achso, das seht ihr ja gar nicht. Ich weiß nicht, wo mein Ort ist, ehrlich gesagt. Oh, Peter hier, bei mir. Ach, sehr gut. Waren wir da hinten, genau, und da war Sepp. Warum heißt der Mechanic? Ach, kannst du mal reconnecten? Das macht mich wahnsinnig. Ja. Ach, ich hab keinen Namen. Ich meine, ist klar, wer Mechanic ist, wenn der Einzige halt keinen Namen hat, aber. Ja, deswegen hast du mich Mechanic genannt. Ja. Ja, aufgrund meines krassen Baus. Auch. Das ist vom Spiel schon vorgegeben. Ja, 30 Minuten Bauzeit. Ich würde sagen, fang mal an. Los geht's im Moment. Ja. Mein Finger nicht erkannt. 3, 2, 1, los. Lass mal Jungs mal ein bisschen tüfteln. Ich glaube, es wird relativ schwierig. Ich glaube, es wird auch relativ schwierig, da Power hinterzubringen. Warte mal. Fetzer zu machen. Also, ich glaube, es wird relativ schwierig, da Power hinterzubringen, da wir die Schubdüse, die als Antrieb zu benutzen, ist so ja nicht vorgesehen und ist, glaube ich, dann auch schwer umzusetzen, dass die nicht als Antriebsmittel zählt. Wir haben keine Reifen, das heißt der Bodenkontakt. Das haben wir bei Jay eigentlich immer ganz gut gesehen, fand ich. Der hat das irgendwann mal drauf gehabt, so Fahrzeuge zu bauen, die er dann mit den Schubdüsen auf den Boden gedrückt hat und hat dann immer eine unglaubliche Power bzw. Geschwindigkeit gehabt. Das wird nicht funktionieren. Deswegen sind wir uns noch nicht so ganz einig gewesen. Guck mal hier. Das ist ein Golf-Caddy von Jay. Da, wie wir das mit der Power machen. Aber kriegen die Jungs schon irgendwie hin. Nice, Jay. Ein absolutes Meisterwerk, was du da gebaut hast. Ich bin eine Kurve gefahren. Bau doch mal ein vernünftiges Fahrzeug. Nee, gucken wir mal, was Bram macht. Oh, wir können mal lünkern. Wobei, ach, diese Blöcke sind. Warte mal. So. Da, ich sehe dich. Ja, kleiner Sneak Peek auf Bram. Jetzt lünkern wir mal bei Sepp. Wir gehen bei Bram auf jeden Fall gleich gucken. Wo ist Sepp? What the fuck? Ach, da hinten. Wow, okay, da hinten baut er. Na ja, gut. Dann lünkern wir halt nicht bei Sepp. Vielleicht können wir bei Peter noch lunkern. Wow. Was ist das denn? Ah ja. Ich erinnere mich. Ich glaube, ich habe das. Ich das Schild da angebracht. Da, Peter kann man auch zulunkern. Der hat schon so ein kleines Gestell gebaut. Sieht aus, als hätte er den Sitz draufgesetzt. Naja, gehen wir mal bei Bram gucken. Oh, bei Bram baut ein Himmelbett. Schön. Weil ich nicht verstanden.
Okay, das sieht aus wie ein Himmelbett. Ja, ich verstehe deinen Punkt. Ja, oben drauf fehlt noch was. Ja, ich weiß aber, wie du dich fortbewegen willst. Ha! Moment! So, das jetzt mal. Ja, das ist jetzt Testphase. 60 nach vorn. Okay. Und du da. Musst du dann die Füße nicht anschrägen? Ja, weiß ich noch nicht. Das kann gut sein, ja, ja, ja. Also, das. Oh, so. 25 Minuten verbleibend. Okay, das ist auf jeden Fall viel zu viel. Oh, erstmal 45. Was ist der Doppelte von 45? So. 90? Ja, hey, ne, jetzt diss mich mal nicht direkt. Hey, ich hab nur geholfen. So, ich glaube. So. Ach, die andere Seite fehlt noch, ja genau. Ja genau, so und die andere Seite jetzt, Die muss ja ein bisschen versetzt sein, oder? Und wie ist das untere? Rot nach vorne, blau nach vorne, dann ist das hier andersrum. Ja? Noch nicht. Da fehlt irgendwie noch eine Richtung. Ey, voll geil, das ist eine Schaukel! Das ist wie diese Schiffsschaukel. Die man auf der Kirmes hat. Nur, dass deine Stützpfeiler lose sind. Mega gut. Okay. Dann machen wir vorne rechts und hinten links. Und umgekehrt. Ja, ne? Also, irgendwie war das doch so. Wieso? Hä, wie geht das denn? Du hüpfst. Zwei nach vorne, ein zurück. Zwei nach vorne, ein. Sieht aus wie ein Tanz. So, und jetzt den vorne in die gegengesetzte Richtung. Das heißt, der muss nach hinten kippen, also auch über, hoppala, auch über rot auf der rechten Seite. Oh, das ist zu viel. Eieiei! Nee, das ist zu viel. Stopp! Hilfe! Okay, gehen wir auf 60 runter. Beste Moonwalk, den ich je gesehen habe. Wieso laufe ich denn jetzt nicht? Ich schiebe schon auf das Schrägen hier, oder? So, probieren wir das mal da nochmal. Das lag jetzt nur hier. So, jetzt. Ja. Au! Du stehst genau. Wieso laufe ich denn auf der Stelle? Irgendwie gleiten die, sag ich mal, Füße auch über den Boden. Also die haben gar keinen. Ja, genau. Moment, einfach mal aus Interesse. Aber es ist schwerer. Ja, ob das Ultrablock? Ob das das Problem ist, weißt du? Oh. Jetzt moonwalk ich aber weiter, okay. Ja, mega gut. Ne, du rutschst nur am Boden. Warte mal. Ha! Hey, Moment. Ich bewege mich zumindest. War noch nicht in die Richtung, wie ich das gerne hätte. Ja, warte, dann mach ich jetzt halt mal mit. Ich hab dir einen C dran gemacht. Oh nein! Oh Scheiße! Setz nochmal hoch. Ich hab den C nicht getroffen. Hier fehlt jetzt ein Holzblock unten. Moment, ist kein Problem. Aber ich fand deine C-Idee gut und deswegen werde ich jetzt an jedes Hoppala, an jedes. Ja, aber ich weiß nicht, ob das daran lag oder ob das einfach von deiner Konstruktion funktioniert hat. Ja, mal ausprobieren. Das sieht völlig behindert aus. Yo! Ich laufe, Christian! Mega gut. Warum auch immer. Der C ist es! Ja, egal, ich laufe! Ich laufe! Alles klar. Sehr gut, Mission accomplished, würde ich sagen. So eine geschmeidige über 17 Minuten Zeit. Ich gehe mal gucken, wie der Rest dazu löst. Ja, guck mal, Bram noch mal ein bisschen helfen, ne? Von wegen hier der Baukönig. Manchmal braucht das kleine Kind, ne, so einen kleinen Schubs, damit die laufen können. Also jetzt sind wir gerade bei Peter. Ich wollte eigentlich bei Sepp gucken gehen, aber
bin zu Peter gelaufen. Guck mal hier. Ja, ich will noch nichts sehen. Aber warte mal, so wäre viel besser. Dann weiß ich zumindest, wo ich bin. Ja. Pass auf. Okay, wir revealen jetzt in 3, 2, 1. Da ist Peter! Hallo! Wie kommst du voran? Das ist nicht so leicht. Wieso schreibt Sepp, what the fuck? Was ist da passiert? Das weiß ich natürlich nicht. Wie läuft es denn? Kannst du was? Noch nicht! Ein Bein kann laufen. Laufen. Ach du Scheiße. Laufen. Okay. Du hast das wirklich mit Gelenken und so weiter. Oh, war ja. Ja, ehrlich gesagt, weiß ich nicht, wie man es anders lösen kann. Also es funktioniert für das eine Bein, muss man aber sagen, aber auch konstant gut. Ja, jetzt. Wenn du das gleich jetzt nach vorne rechts machst, müsstest du ja schon laufen können, oder? Das stimmt, ich mache jetzt zuerst vorne links, weil mich das hier alles total verwirrt. Bei dem, was ich gerade ausgeklügelt habe, muss der zweite bei Schritt 2 75 Grad nach rechts. Das heißt, hier muss der zweite, was bei mir der fünfte ist, bei Schritt 2 75 Grad nach links. Ah, das also heißt, ja. Der muss 105 in die Richtung, also gehst du 105 in die Richtung. Und dann geht der 180 Grad in die Richtung. Das heißt 180 Grad in die Richtung. Und der 105 nach rechts. Und der 105 nach links. Und dann müsste das jetzt funktionieren. Und also spiegelverkehrt im Endeffekt. Oh ne, Moment. Scheiße! Das sieht aus wie als wir in Norwegen rudern waren und sind dann immer in die falsche Richtung gerudert. Ja. Scheiße. Ja, okay, aber das ist nicht korrekt gewesen, was ich mir da überlegt habe. Hör auf! Stopp, du Ungetüm. Okay, dann müssen wir nochmal ändern. Yo! Hä? What the fuck, Alter? Das wird immer besser. Was hab ich denn jetzt eingestellt? Den linken Fuß zum Gruß. Finde ich schön. Hallo. Du hast noch volle 11 Minuten Zeit, das hinzukriegen. Ich lass dich mal alleine und geh mal zu Sepp. Jo. Also ich hätte ja nicht gedacht, dass die Bauphase so unterhaltend ist diesmal. Jeder scheint Probleme zu haben, also zumindest aktuell haben zwei Drittel Probleme mit den Einstellungen der Steuereinheit. Finde ich schon witzig. Das wird absolutes Gekrebse, wenn die Teile da aufeinander einhauen. So, was hat denn Sepp gemacht? Sepp hat etwas... ja, guck mal. Oh. Nice, er bewegt sich. Guck mal, du kannst ja laufen. Naja. Also. Eieiei, wie viele Gelenke hast du denn gemacht? Ich kann auf der Stelle was wubbeln, aber mehr leider auch gerade noch nicht, ey. Ja, deine Füßchen hier, die wubbeln ja auch irgendwie immer in alle Richtungen. Das ist ganz schön, ja, also irgendwie ganz schwierig. Dass du die nicht angeschlossen hast. Weil dann gehen die ja immer random. Ja, ich dachte, das wäre so eine tolle Auflagefläche. Weißt du, so wie so eine Hand, die auf dem Boden liegt. Weißt du, damit die Fläche vergrößert wird, womit du. Ja, das ist richtig, aber ich stell mir gerade vor, wenn meine Hand einfach nur so hängen würde. Und ich würde versuchen, damit irgendwelche Sachen zu machen. Das geht ja gar nicht. Aber das funktioniert auch gar nicht. Nee, das habe ich gerade ein bisschen. Also, ich bin gerade bei einem Schritt weiter schon. Alter, das ist aber auch. Hast du für jeden eine Steuereinheit gebaut? Ja, damit ich im Zweifel was ändern kann. Aber jetzt bewege mich vorwärts ein bisschen, ne? Ja, guck mal! Also ein bisschen bewege ich mich vorwärts. Jetzt muss ich... Das Problem ist, du hast halt vier Dinger, die nach vorne gehen. Und dann brauchst du die anderen beiden dafür, dass du nicht wieder zurückgehst. Weil sonst machst du immer nur nach vorne, nach hinten.
Ja, Moment, weil die sich ja auch gleich bewegen, ne? Also deine Vorder- und Hinterbeine bewegen sich ja gleichzeitig nach außen und gleichzeitig nach innen. Dadurch hast du ja gar keinen Vortrieb. Genau. Was ist denn, wenn deine Hinterbeine sich so bewegen wie deine Vorderbeine? Das machen die ja. Also die bewegen sich ja alle in die... Ja, achso, dann bleib ich ja auf der Stelle stehen. Ich meine halt nur andersrum. Also wenn die gleichzeitig nach vorne gehen, während die anderen... Warte mal. Ich bin gerade irgendwie selber verwirrt. Die gehen alle nach vorne. Genau, die gehen ja alle gleichzeitig quasi nach außen und gleichzeitig nach innen. Also, so ein bisschen nach vorne komme ich, aber ich glaube, so richtig gefährlich bin ich nicht, dass ich irgendwas wegschieben würde oder so. Frag mich gerade, wenn du aussteigen würdest und den anderen im Hammer haust, das wäre, glaube ich, effektiver. Ja, glaube ich halt auch. Also, das ist halt so... Also von der Mechanik, das sieht ganz gut aus so, aber vielleicht hier noch einen kleinen Delay rein. So volle 7 Minuten Zeit hat anzupassen. Aber jetzt die großen Sprünge mache ich damit nicht. Vielleicht könntest du einfach springen. Das wäre toll. Habe ich auch schon überlegt, ob ich nicht sowas mache. Aber ich muss auch noch irgendwas zum Kämpfen bauen. Das ist auch noch so das Problem. Oh Mann, ey. Ich muss ja auch irgendwie, keine Ahnung, zumindest wenn ich jemanden flippe oder selber geflippt werde, dass ich nicht völlig aus dem Leben geflippt werde. Ja, zumindest fällst du nicht um, weil du immerhin 6 Beine hast. Ja, außer ich werde halt geflippt, ne? Also außer ja, klar. Irgendwie... Aber du fällst nicht von selber um. Ja, genau. Das ist auch schon mal nicht wenig wert. Aber wie viele Steuereinheiten du benutzt hast, finde ich krass. Ich muss noch irgendwas bauen, damit ich Leute umwerfen kann. Wenn sie mir auf den Sack gehen oder so. Da brauche ich ein Ding, so ein Pika. Ach, das sind Verzögerungen für die Beine. Ja, genau, damit quasi die mittleren ein bisschen später loslegen als die vorderen. So, 4 Minuten noch. So, und dann machen wir hier eine Steuereinheit drauf. Bäms hoch. Dann mache ich nämlich hier quasi so kurz runter und dann boom. Kurz runter und boom. Das dürfte ja eigentlich auch schon reichen. Ja. Wobei, wer weiß. Vielleicht flippt sich der Rest ja auch durch die Gegend. Ja. Also es sind noch etwas über 3 Minuten. Mhm. Ich gehe schon mal zurück. Mach das. Ich sag mal, bis gleich. Jo. Oh, what the fuck. Oh, what the fuck. Hoppla. Upsi. Aber hat keiner gesehen. Jay hat sich direkt aufgeregt. Aber der ist ja nicht da. Leider. Oh, warte mal. Hier können wir da zoomen. Hat Peter es hingekriegt? Ich hoffe, wir haben Peter nichts kaputt geschossen. Da werden sogar Sachen abgebaut. Da ist doch was abgefallen. Oh, Bram. Ja. Zeit war kurz. Nice, habe ich so vernommen. Ey. Oh ja, sehr kurz. Ja, irgendwie. Kann man so sagen. Die Steuereinheit ist halt echt tricky zu basteln, ne? Das war eine sehr lustige Bauzeit. Ja, dann zeig ich mal, was ihr habt. Ja, soll ich anfangen? Ja, mach mal. Peter hat gesagt, kämpfen. Und da muss ich nur lachen. Okay. What the fuck? Ich kann euch sogar sagen, was ich getan habe. Ja, also bei mir von mir aus gerne das Verbindungswerkzeug nehmen. Holy shit, wie viel. Also du hast da noch etwas hinzugefügt an. Ja, also ich habe dafür gesorgt, dass halt die Beine mit Füßen ausgestattet sind, damit man sich abrollt. Mhm. Kannst du zeigen gerne, ich kann laufen. Wow, ja, das läuft sogar richtig gut laufen. Jo, moin, ey. Ist zwar noch nicht flüssig, da war jetzt nach einer halben Stunde ein bisschen wenig, aber... Das ist richtig. Ist okay. Alter, so, und ich hab halt, um ein bisschen Speed zu geben, hab ich hinten das Ding dran gesetzt. Da wusste ich aber nicht, ob das okay ist. Wenn er sagt, nee, dann mach ich das ab. Ja, mal gucken, was Sepp hat, weil...
Ja, aber das ist ja auch teilweise Schweben. Genau, das teilweise. Ja, aber das geht bei mir sehr in die Richtung, deswegen gucken wir ja vielleicht. Ich habe die Schubdüse an der Stelle weggelassen, weil ich mir dachte, das ist zu krass. Du hast sogar noch angemalt? Oh mein Gott. Ja, ich habe einfach alles schwarz gemalt. Schnell. Also ich kann so laufen. Also Bram ist da schon ein bisschen besser mit am Start, aber hey. Das ist echt die Evolution hier gerade. Ich bin die kleine Spinne. Ist das deine maximale Geschwindigkeit? Das ist meine maximale Geschwindigkeit, weil ich habe die Schubdüse drauf verzichtet. Hui, hui. Nicht so die krasse Geschwindigkeit. Wäre zu krass. Ja, die Mittelfüße, die springen halt. Also die machen das halt. Das Gefühl, dass deine Füße teilweise auch irgendwie in die andere Richtung gehen und damit eher weniger helfen, sondern eher... Wow, Peter, danke schön. Ja, Mensch, nee, aber vertue ich dich da, Zeit, oder? Ey. Du hattest 30 Minuten Zeit. Nein. Musst du auch noch anmalen hier, das war auch wichtig. Hier, Zuschauerpreis, bitte für mich abstimmen. Ja, okay, du kommst auf jeden Fall voran. Ich komme auf jeden Fall voran, ja. Ja, nice. Das heißt, Peter kann laufen. Peter kannst du auch laufen. ja, ich habe mich sehr schwer getan, zugegebenermaßen. Oh shit. Oh shit. Du hast halt. Das ist aber wie sehr einem, kompakt. So also wie von großen Katzen. Lol, Peter macht immer alles. Daraufhin hast du das geändert. Okay. Nice. Nein, nicht wirklich nice, ehrlich gesagt. Ja, ich finde das aber witzig. Also, es sieht witzig aus. Das finde ich ganz cool. Erstmal hinlegen. Sonst ist zu stressig. Erstmal chillen wieder. Ja, ich dachte, da komme ich ja in 100 Jahren nicht bei euch an, wenn wir kämpfen, dass ich dann... Ich habe ja halt wie Bram erstmal die Schubdüse verbaut, um quasi so zu unterstützen, aber es ist halt wirklich mehr Gleiten als alles andere, genau, wenn ich ehrlich bin. Halt, genau. Deswegen würde ich halt entweder sagen, baut sich Sepp da noch eine Schubdüse dran oder Bram und ich benutzen die nicht. Ja, bau mal eine Schubdüse dran, mich würde mal interessieren, wie der dann aussieht. Wir können erste Battle machen ohne... Schubdüse nutzen, dann gucken wir mal, oder können wir immer auch entscheiden. Ja, lass okay, mal Seppi mal dran enough. Machen. Mich würde mal interessieren, wie das denn dann bei dem überhaupt aussieht, ob das überhaupt geht und irgendwas bringt. Lass mich kurz überlegen, wo ich das dran bauen kann. Ich fahre in der Zeit schon mal zu meiner Parkposition. Ich glaube, wenn deine Beine länger wären, Peter, wäre das nicht schlecht. Kann sein. Aber das hat. Ich hätte so meine Momente auf dem Weg dahin. Ey, am Anfang habe ich, Christian hat schon auf Kamera, habe ich den Moonwalk des Jahrhunderts gemacht. Ja, mega gut, der hat sich nicht fortbewegt, der stand einfach auf der Stelle, aber alle vier haben sich... Aber Christian hat mich auf den Tipp gebracht, dass Füße sinnvoll sein könnten und das hat den ausschlaggebenden Punkt gemacht. Ich glaube, wenn ich die Füße nicht so breit gemacht hätte, sondern spitz da vorne zu laufen, wäre ich schnell. Ja. Immer. Da will ich definitiv einen Schalter für nehmen. So. Ja, lauf mal dabei. Holy shit. Also der hebt halt genauso wie Peter, hebt er halt ab und dann... Ja, wenn das jetzt jeder hat, dann benutzen wir das am Anfang halt nicht. Ja. Und entweder wenn jeder ein Leben verloren hat oder wenn der erste raus ist, benutzen wir die Dinger. Oder wenn einer nur noch ein Leben hat. Ach, keine Ahnung, irgendwie sowas. Entscheid das dann einfach, wenn du der Meinung bist, dass das jetzt mit der Schubdüsenrunde ist. Ist für mich fein. Oh mein Gott. Ich habe einen miserablen Fehler begangen. Warum? Oh, wenn Sepp auf dem Rücken liegt, ist schwierig für ihn. Meine Augen können nach unten gucken. Ich kann nach unten gucken, aber mehr nicht mehr. Das Ding konnte sich mal drehen. Ach so, weil du die Augen da dran gemacht hast. Oh mein Gott. Jo! Oh, das ist nicht gut. Mann. Ja, ach, das... Ja, ich würde mal sagen, ne, hier, jeder hat... Ne, Moment, jeder hatte drei Leben, ne? Ach, Mann, ey, wieso hab ich ja, die... jeder hatte erste drei Runde Leben. Erste Runde bitte keine Schubdüsen benutzen. Und ich würde sagen, lass mal loslegen. 3, 2, 1, los geht's. Denn ich glaube, bis hier Leute aufeinander treffen... erstmal hingelegt. Ich glaube, bis hier Leute aufeinander treffen, das dauert ein bisschen. Gleich! Peter hat, ich weiß nicht, ob der den Vor- oder Nachteil hat, gerade noch sehr weit weg zu sein. Ja, ich gebe alles. Ich bin auf Maximalgeschwindigkeit unterwegs, um mitzukämpfen. Nee! Jetzt könnte es yes! so zu Bram geflippt! Oh, der ist umgefallen. Yo, nee. Bram! Der, was ist wow. der sich gerettet hat? Und. Ja, jetzt schieb ich das Geile ist halt,
selbst Rüssel genau zwischen Brams Flip-Waffe da passt. Nein! So, warte mal, Peter. Oh nee, Bram! Bin gleich da! Juhu! Ich hau dich raus, komm raus. Komm her, Bruder! Peter, wie so eine Ratte! So, jetzt aber. Da geht die Mega. Nee, oh, jetzt hat er mich seitlich. Joa! Da ist Peter. Oh nee! Oh, da wurde so geflippt. Komm her, mein Friend! Jetzt oh, muss er, kannst du mit deinen Augen wieder unten gucken, wie du willst. Junge, jetzt kommt die. Weiß ich auch nicht, wann hier kommt. Dann. Die himmelblauen Beine kommen jetzt. Wenn ihr jetzt richtig gemein sein wollt, geht mal in die andere Richtung, OP. Ich bin sofort da! Was? Was ich wieder rück? Wie hab ich mich denn jetzt wieder? Bleib hier! Kein Problem. Ihr seid gleich da, wo ich angefangen habe. Das ist unfair. Nee, Bram. Aber Sepp ist gefährlich nah. Sepp ist sofort raus. Oh, ich bin raus, oder? Ja, Sepp ist raus. Nein, Bram ist stärker. Nice one. Da dann rausgedrückt. Ja, weil er mein Rüssel, ey. Er schiebt mich jetzt hier nicht weg, ich hab mich platziert. Peter, du darfst doch gerne einen Meter weiter nach vorne. Nee, alles gut. Oh, mein Rüssel. Oh Gott. Ja, Peter, nutz mal Schubdüse, mach mal. Ich benutze, selber und ich benutze die immer noch nicht. Ja, unfair, das ist ja doof. Ja, Wurst, guck mal, wie der Kampf dann läuft. Ja, okay. Nur weil du dich ein bisschen bewegen kannst, heißt das ja nicht, dass du direkt gewinnst. Dann muss der Schiri erst nochmal bestätigen. Ja, also von mir aus, ich meine, ansonsten ist halt wieder vorbei und dann ist Peter in der Mitte. Dann war aber vom Verlauf her gerade richtig nice. Peter läuft nach vorne. Und als du da angekommen bist, seid ihr bei dem in der Ecke. Ja. Das ist schon schön. Ja, müssen wir mal testen, ne? Also ich meine, benutzt mal gerne die Schubdüse. Diese Runde kannst du gerne machen. Der heißt aber nicht, dass das für nächste Runde auch gilt. Weil kann nämlich sein, dass Peter jetzt hier die Leute alle rausschiebt. Ja, jetzt geht's ab, Leute. Also, Sepp hat Leben leider verloren. Er hat nur noch 2. Peter und Bram noch 3. Nächste Runde. 3, 2, 1. Los geht's. Ich bin gespannt jetzt. So, kann man nämlich jetzt arbeiten. Drehen kann Peter sich nicht. Boom! Wie boom, aber ich hab Peter aber noch nicht gesehen. Angekommen. Was? Da war einfach ruhig drüber, Peter. Peter ist bei mir am Start noch. Oh, wir müssen anhalten, Sebastian hat einen Lag. Peter ist bei mir noch am Start. Nein, <stopp. lacht> Was ist da los? Ist die Jason Bomber neu connecten, Sepp. Die Jason Bomber hat sich bewährt, Bram. Sehr gut. Oh, Scheiße. Okay, ich bin da. Alles klar, weiter geht's. Ja, weiter geht's, komm. Bram kann sich noch weiterhin bewegen, alles gut. Oh, was ist denn bei Bram los? Werde ich unterlaufen und dann zack! Alternative Fortbewegung. Jetzt sind Peter ein bisschen hinterhergestottert. Ich kann gar nicht unter ihm drunter. Ja, Peter ist halt sehr Peter fährt einfach über mich, unter mir drunter. Da flippt er nicht. Oh, was, hab ich geflippt. Das ist einfach ganz easy am Rücken und Bram auch. Also. Aber Sepp kann sich einfach nach vorne bewegen. Oh. Wow! Und fliegt da voraus. Oh nein, meine Schubdüse hat sich aktiviert. Ja, alles klar. Warum hat sich deine Schubdüse aktiviert? Keine Ahnung. Ich will mal sagen, dass ich so echt nicht schnell bin. Was macht ihr denn da? Ich weiß es doch auch nicht. Ja! Ich bin Gönner. Du darfst aussteigen. Ha! Ich starte hier. Finn selbst sollte jetzt auch seine Schubdüse benutzen dürfen. Ja, stimmt. So. Alle gehen immer hier nur auf mich, ne? Ja, ist aber auch. Mal mit abrollendem Fuß vorne. Ja, hat er ja gerade schon benutzt. Ja, stimmt. Abrollender Fuß vorne. Ich die Taste gar nicht gedrückt. Okay, also, Bram und Peter haben noch 3 Leben, Sepp nur noch 1. Und Sepp genau, da die arme schwarze Spinne. Genau nur so weil ich schwarz bin. Okay, 3, 2, 1, los. So, nur weil ich schwarz bin. Ist Sepp denn jetzt auch schneller? Nicht wirklich. Ja, ich setze das nicht immer ein, ey. Das katapultiert mich ja. Nee, Peter! Was soll das? Peter versucht wieder die Flip-Taktik. Ist eigentlich ganz gut.
Ja, weil anderes kann ja auch nicht. Oh mein Gott. Ja, Bram kann sich zumindest auch Kopf hier noch weiter bewegen, wie wir festgestellt haben. Die Spinne jetzt. Da! Mal mit. Nee! Das ist eher in. Nee! Oh, was ist hier denn los? Alle liegen. Nee, bis auf Peter. Mal. Peter versucht weiter zu flippen. Peter flippt einfach. Ja, oh Gott. Bis zum geht nicht mehr. Da! So. Jawohl! Ja, Bram ist auch wieder angestapft. Alles super. Alle sind noch Peter. Dabei. Jo, jetzt so! Oh nee! Hey, hey, hey. Oh, was ist das jetzt? Ich bin da einfach mal ein Rad geschlagen. Don't mess with the Beine. Don't mess with. Oh, jetzt, Bram! Oh nein, da hab ich nicht gekriegt. Fast wieder geschafft, Bram zu fliegen. Oh, Gesundheit! Ich weiß gar nicht, ob der so der Schuss ist. Ich bin allergisch gegen Spinnen. Jetzt jetzt am Bein! Oh, er hat mein Bein! Er hat wirklich mein Bein! Niemals! Ich flipp dich! Oh Gott! Wow! Er flippt sich selber, Peter! Ich bin geflippt! Hui! Oh Gott! Oh, Bram! Das ist keine gute Idee! Ich weiß nicht, wer wen hat, aber. Das sieht gut aus. Bram hat mich irgendwie. Ja, aber du hast ihn auch. Jetzt kommt Peter da dabei. Peter haut einfach mal richtig Rad ein. Oh, Peter! Egal, leichten Fehler! Holy shit! Das gibt's doch nicht. Bram ist einfach mit uns rausgegangen. Ich weiß nicht, wer da wen rausgeschoben hat. Also, ich glaube, Peter und Bram haben gleichzeitig in die Gleiche. Nee, Bram alleine, ich hing auf Bram drauf. Wow, die Frames. Okay. Ja, ich bin raus. Alles klar, Leute. Nee, Sepp ist raus. Ja, aber ich bin aus dem Ding immer raus. Immer auf den Schwarzen. Danke. Keine Ahnung, wie das jetzt schon wieder passiert ist. Bram ist einfach mit dir rausgelaufen. Naja. Dann heute ist natürlich etwas einfacher für denjenigen ins Finale zu kommen, wenn wir einen Contestant weniger. Den der meistens sehr viel Power hat auch. Ich habe da nicht drüber nachgedacht, dass das hier nicht so smart ist, wenn er durch meine laufenden Beine durchgeht. Ah lol. Ja, stimmt, das sehe ich ja jetzt erst. Um mich wieder umzuflippen. Ja, brauchst du ja nicht, du kannst ja am Rücken laufen, haben wir festgestellt. Ja, jetzt ist natürlich so eine Sache, ja, beide noch 3 Leben. Da könnt ihr auch im Finale, würde ich sagen, beide die Schubdüsen benutzen. Und ja, lass mal anfangen, weil dort. 3, 2, 1. Gespannt. Jetzt bin ich auch gespannt. Peter ist nämlich sehr viel schneller. Bei Bram geht's eigentlich mit der Schubdüse. Peter hat den Vorteil, er ist wirklich flach, ne? Ja. Also er kommt unter, überall drunter. Oh, ne, Moment. Ja, oh, was heißt das? Lass mich jetzt drücken, falsche Taste. Ne, die auch nicht. Moment. Flippen. Aber Bram guckt irgendwie ein so ein Stäbchen ab. Ja, ja. Was ist denn da los? Ja, der darf nicht mehr abgucken. Oh, ich wollte gerade sagen. Mach ich das denn rein? So? Ja. Ja, jetzt. Ach du Scheiße. Ich hab so viele Knöpfe. So viele Tasten bei Bram. So. Wow! Ja, für die Zuschauer kann man das auch machen. Ja. Komm, lass mich ganz in Ruhe jetzt hier. Moment. Lass mich mal in Ruhe. Ihr seid im 1 gegen 1, Peter. Da gibt mir keine Ruhe. Ich muss mich anschleichen. Das ist der Angriff. Er sieht mich nicht. Nee, nee. Nee, so hat das nicht funktioniert. Ich komm nicht unter ihm drunter, hier sind überall diese scheiß Stäbe. Ja, über meine Beine, Junge. Ja. Nee! Nee. Komm zu mir. Aber unter Peters Beine kommt Dennis mit der Gabel theoretisch schon, glaube ich. Das ist so ein bisschen Lackfrage gerade. Peter versucht von der Seite zu kommen, wie er sich getrained hat, Junge! Da! Da nein! Ist die Chance, aber er hat zu früh gezündet. Ja, ich schade. Hab zu früh gedrückt! Das passiert mir sonst nie! Peter, was soll das da? Drück dich! Falsche Seite! Ich hab dich gerne, deswegen. Oh. Oh oh. Ja, ist doch alles Sprinten! Also ich glaube, Peter ist eher der so aggressive Part. Ja, muss er auch sein, muss er auch sein. Oh mein Gott, ich hätte sie ein bisschen länger machen müssen. Das Alter, ich besteig dich, Junge. Komm schon. Wow. Lass mich mal in Ruhe. Oh, die Zecke. Oder hat den auch. Nein! Jetzt auch fehlt ihm halt wirklich ein Block. Also. Oh, nein, nein, oh, ich bin ausgestiegen. Oh, bleib stehen! Oh mein Gott! Bleib stehen! Bleib stehen! Scheiße! Oh mein Gott!
mein Gott. Oh mein Gott. Alter Verwalter, war das dumm. Das ist doch nicht so. Ja, nicht hilfig. Oh Gott. Oh. Oh, schön. Das hatte viel Schönes, Peter. Also. Oh Mann, schade, da habe ich ganz schön dumm geguckt. Das ist, glaube ich, schade, dass du da mein Leben verloren hast, aber das hat im Ganzen noch so das Äthiopien aufgesehen. Oh Gott. Wollt ihr so stehen bleiben? Ja, whatever. Wurscht. Okay, also Peter hat noch 2 Leben, Bram noch 3. 3, 2, 1, weiter geht's. Peter, meine kleine Zecke, komm mal her jetzt. Oh Mann, ey. Ich darf nur eine Taste nicht drücken und dann ist es. Naja, 2 Tasten. Wenn du springst, steigst du auch aus. Alter! Oh, jetzt bist du aber mehr als unten runter. Und da hat er auch richtig geflippt. Oh, so, dass Bram auf der Seite liegt. Jetzt muss Bram wieder überlegen, welche Knöpfe. Alter, Junge! Welche Knöpfe muss Bram drücken, um das Ding wieder auszufallen? Nein! Oh Mann, ey! Ja! Nee! Alter, oh, der Bram, der fliegt! Es ist wirklich mal da! Die Chance ist da! Ja. Oh, nee! Oh. Nächste Mal Fuß, das sieht doch noch alles solide aus. Ist da kann doch nichts passieren. Krass hier. Ja, Bram ist langsam ein bisschen... Geben sich so ein bisschen die Waage. Jetzt geht's aber wieder in die Mitte. Da sind wieder die Moves. Oh, jetzt muss man was? Alles gut! Alles gut! Kontrolle verloren. Nee, was passiert hier? Bram weiß gerade auch nicht, welche Tasten er drücken soll. Nee, jetzt wird er mal an einer Stelle, Alter! Hauen raus! So, jetzt! Oh, shit! Oh, Peter ist gegriffen. Da! Da! Nee, war noch nicht so weit. Aber da wobbelt irgendwas richtig hart ab. Nee. Ah, gefühlt ist Peter jetzt gerade näher am Ausgang als Bram. Wow! Scheiße. Ja. Das ging dann schnell. Keine Ahnung. Das ging sehr schnell tatsächlich. Ja. Hier, Video habe ich mir angeguckt. Trickige Situation, weil Bram den Fuß draußen hat, aber mit dem Sitz noch auf der Linie ist. Danach. Eine halbe Sekunde später, aber mit dem Sitz draußen ist und Peter in dem drin hängt, hätte ich gesagt, ist Bram auf dem Boden und draußen und Peter noch nicht. Okay. Deswegen verliert Bram ein Leben. Also steht 2-2 in noch vorhandenen Leben. Und ja. Holy shit, das ist hier schon ein episches Battle, muss ich sagen. Das ist schon Haare raufend. Okay, dann, ja, dann machen wir weiter. 3, 2, 1, los. Na komm her, Zecke. Fühlt sich halt echt so an, ne? 2 Schritte zurück, 1 Schritt vor. Ne, andersrum. Ich find's aber echt interessant, dass es keinen interessiert, ob er auf dem Rücken liegt. Das ist wirklich egal. Da, Bram flippt sich ganz easy wieder, Peter wobbelt sich da an meistens. Bram hat nur den größeren Wendekreis, ne? Nochmal, komm, noch eine! Oh, jetzt bin ich runtergefallen. Oh, oh. Egal. Ja. Umso besser. Können wir das aus dem Leben betrachten? Bleibt vom Geschehen vor Ort. Sieht immer so aus, als würde Bram Peter die ganze Zeit treten. Ja. Ja, so fühle ich mich. Boah. Oh, was? Wie ist der Bram weggeflogen? Peter eigentlich ja auch die ganze Zeit. Peter bewegt sich in der Luft. Ey, ich bin total verwirrt. Gar nicht. Ja, aber wie kann ich Bram denn so raus? Peter müsste Bram flippen. Dann. Sehe ich da eine Chance für Bram? Ja, Peter, los. Wir sind wieder frei. Alter, war das knapp. Nein! Ich hab ihn wieder da hingebracht. Alter, war das knapp. Wie er mit einem Bein so schräg da hängt. Kannst du. Nee, falscher Knopf. Da. Da. Ausgeflippt. Ja, Bram. Lange Beine sehen gut aus, ne? Aber sind schon unpraktisch. Oh, verdammt! Wie sie fliegen! Das war so ein in der Luft Move. Ich weiß gar nicht, wie das heißt im Wrestling, aber. Oh Gott. Oh, oh, oh. Wie Peter sich durch die Luft bewegt, ey. Hey, jetzt kommt mal her, Peter, nicht hier weg. Oh mein Gott! Oh,
Bam, auf Bram. Er landet auf Bram. Der fällt wieder runter. So? Ne. So? Also ich frage mich wirklich, wer da wen rausbuxiert ist. Das, also, das wird ein ganz kurzer Moment der Unachtsamkeit sein. Oh yeah, baby. Oder vielleicht auch ein eigener Fehler durch die Schubdüse. Also, oder aussteigen. Oder aussteigen, ja. Aussteigen ist natürlich ganz... Komm schon, Peter, jetzt hast du doch mal einen kleinen Spaziergang gemacht. Das, oh mein Gott, wie passiert das hier eigentlich immer? Oh Gott. Oh, jetzt hängt Peter richtig, sind sie aber innig. Jetzt sind sie innig. Oh mein Gott, ach, oh mein Scheiße. Gott. Ich werde sowas von weiterlaufen. Albträume haben. Guck dir mal an, was für Schritte der Junge auf einmal macht. Krass. Nee, aber jetzt nicht Richtung. Selber. Aber jetzt nicht selber. Oh nein! Nicht gut! Bram ist raus. Nein! Das ist Bram raus! Oh nein! Scheiße! Der Matchball für Peter kommt gleich. Ah, genau, guck mal hier mal. Oh ne, jetzt hab ich was abgebaut. Moment. Das wollte ich mir nochmal neu planen. Nein! Bleib hier! Wobei. Oh Mann, ey. Also, es kommt die Originalversion ohne die Farbe. Ich meine, ich hatte die ganze Zeit keine Farbe. Ja, okay. Nachträglich angemalt. Okay, dann. Eventuell Matchball für. Ne, Moment, es ist Matchball für Peter. Eventuell der Sieg für Peter, aber Bram kann ja noch kontern. 3, 2, 1. Weiter geht's. Vamp. Ich hab mich erstmal wieder hingelegt, ja? Das stimmt, jetzt ist wieder. Gemach angesagt. Ist er vielleicht? Ich starte sich erstmal wieder wobbeln. Außen könnte schon gefährlich werden. Oh nein. Oh nein! Gefährlich für Peter! So raus. Alter, das ging so schnell. Das ging mal ausnahmsweise schnell. Krass. Matchball abgewehrt. Und wir kommen dann. Dann ist die nächste Runde tatsächlich auf jeden Fall die letzte, weil beide. Safe die letzte, ja. Ja, es sei denn, wir sind unentschieden. Ich weiß nicht mehr, was wir da gemacht haben, aber. Ich glaube, wiederholen oder so. Ja. Ja, ja, ja. Das gucken wir dann. Ist relativ unwahrscheinlich. Dreh dich mal her. Lauf rein! Alles klar. Na, ich stehe einfach mal hier, wenn er okay ist. Ja, ja, ist okay. Das ist völlig in Ordnung. Gut, kommen wir zum wahrscheinlich letzten Match heute. Finale. Peter gegen Bram. Finale beginnt. 3, 2, 1. Auf geht's. Oh, jetzt wird abgetastet. Finde ich gut, dass ihr mal langsam macht. Ha! Getrickst! Na doch nicht. Nee, nee, Peter Switz. Was tust du? Oh, der Peter ist bestimmt die Zunge gerade draußen. Ja, ist echt so! Kann ich mir jeder vorstellen. Aber. Ich muss noch ein bisschen weiter unter Bram. So! Oh! Aber ist ein schwerer Gegner, ne? Easy! Ja, Bram! Macht den das ganz gut. Der kommt da immer wieder raus, kann sich neu positionieren, das funktioniert schon ganz gut. Nein, nein, nein! Komm schon, komm auf meine geile Z. Wäre viel praktischer, wenn wir eine Zange auf dem Boden zeigen würden und nicht so gucken in die Luft. Nein, nein, nein! Okay. Oh shit! Nee, oh nee! Komm schon, ich muss da mal in so ein Gelenk reingrapsen. Ja, genau. Oh, mal kurz wieder in die Mitte laufen. Unfassbar, Bram ist riesig groß, hat einen großen Wendekreis. Hat er ihn trotzdem, wieder gekickt, ey? Trotzdem geschützt durch seine Beine. Oh, der Witz, die Beine sind halt beste Schutz mit EU West. Hab ich die aber weggetreten. War da eine Fliege? Nein, nein, dann geht das nicht rein. Nein, nein, nein. Oh, Mann, fast wieder im Fuß gelandet. Damit geflippt. Das kann halt nicht wahr sein. Ja, langsam hat Bram sein Gerät unter Kontrolle, ne? Nein, nein, nein! Komm jetzt hier, Peter! Nein! Lass dir das nein! Geben. Schiedsrichter ist Luft. Nein, ah. Nein, nein, nein! Ah, shit. So vielleicht? Ah, oh, schade. Bei beiden ist das nicht so schlimm. Oh, oh jawohl, der Tür!
Nein, nein, oh nein! Fang! Jetzt wird er eingesperrt. Oh, oh shit! Oh. Peter ist auf Bram drauf. Und ja, dadurch. Ich glaube, dadurch hat Peter gewonnen. Ja, nice, ja. Peter. Wie ist das denn passiert? Du warst auf Bram drauf. In meinem Arm hier. Da, siehst du, ich hab dich in meinen Arm reinge. Ja. Ich hab dir quasi so eine geile Injection gegeben. Und oh mein Gott. Oh, der geht's nicht, Peter. Schön. Ja, danke schön. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, wenn wir die Regeln eingehalten hätten, dann hätte ich keine Chance gehabt. Ja, wäre auch langweilig gewesen. Alle durften die Schubdüsen benutzen. Alle hatten die Schubdüse im Endeffekt. Ja, nice. Heute gibt's aber nur Treppchen, ne? Bronze, Silber, Gold, alles vorhanden. Heute gibt's keinen Verlierer. Fühlt sich auch ein bisschen seltsam an. Ja, finde ich, schon. Jay hat verloren. Jay ist trotzdem der Verlierer, würde ich sagen. Jay ist trotzdem vier. Ja. Ja, damit vielen Dank fürs Zuschauen. Das war's mit der heutigen Folge von Profi. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Vergesst die Glocke nicht. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao.